So, herzlich willkommen meine Krieger und Kriegerinnen zurück zu Dragon's Dogma Dark Horizon. Gleich mal vorweg, mich hat's jetzt leider auch erwischt. Ich habe einen leichten Schnupfen. Das hört man vielleicht so ein bisschen an meiner Stimme. Deswegen viel Tee, mehr Tee als sonst. Und ja, falls ich hin und wieder mal kurz die Kamera abschalte, um mich kurz zu schneuzen, dann vergebt mir. Und genau, ich würde sagen, wir starten jetzt. Wir wollten noch ein bisschen kombinieren. Ich wollte kombinieren, ihr müsst es ertragen. That's the game. Aber ich glaube, wir waren hier soweit durch, oder? Das können wir noch ausgleichen. Ah, waren wir mit den Pflanzen ganz durch? Hier waren wir auf jeden Fall beim Schicksalsgras, das weiß ich. Teufelskeim und Wolkenwein geben Steinmoosumschlag, okay. Der Klippenwurz mit der Jasperblüte. Das ergibt einen neuen Gegenstand. Oh, das ist schon schön. Das muss ich fast machen. Ein patinafarbenes Gebräu. Also, ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Aber wir Männer sind ja eher so, würde ich jetzt mal behaupten, zumindest ich, dafür bekannt, nicht ein so großes Farbspektrum zu haben. Wie zum Beispiel Frauen. Deswegen keine Ahnung, was Patinafarben bedeutet. Es scheint auf jeden Fall irgendein Grün zu sein. Und da können wir einen Bandlinien-Sud draus machen. Großartig. Für mich gibt's halt grün, gelb, blau, hellblau, dunkelblau, azurblau. Naja, Freunde, da seht ihr mal. Das himmelblaue Gebräu will ich jetzt gerade noch gar nicht einsetzen, um ehrlich zu sein. Oh, da kriegen wir Pfefferminzsamen raus. Das ist natürlich spannend. Ja, und jetzt kann man natürlich diese ganzen... Dieses himmelblaue Gebräu können wir fast mit allen Getränken, glaube ich, verbinden. Ja, doch nicht. Das ist die Gabe der Kraft. Da kriegen wir einen Vitalitätstrank draus. Muss jetzt auch nicht sein. Gabe des Mutes. Dann noch der Pfaffentrunk. Nein. So, und hier kommen jetzt die ganzen... Ach so, hier kommen noch ein paar Nussis. Muss alles nicht sein, Freunde. Muss alles nicht sein. Oh. Oh. Nein, auf keinen Fall. Das ist das ewige saure Brot. Ewiger, ranziger Riesenfisch. Den könnte man zum Beispiel da mixen. Oh, es ist echt... Wenn man so neue Gegenstände findet, dann ist es natürlich schon wieder spannend, was man daraus mixen könnte. Auch wenn ich das Spiel gut... Naja, mit weniger als der Hälfte der Gegenstände spielen könnte. Hexertrunk Silberweizenpaste. Ja, komm, da machen wir noch eine. Dann haben wir nämlich zwei von den Hexertrunken und eine Silberweizenpaste zusätzlich. Genau, sortieren wir das mal noch schön. Müssen wir noch irgendwas einlegen? Nee, wir hätten hier noch viele Möglichkeiten, um Fläschchen zu füllen. Freilich, schießen wir doch Regensburg mit 150 km/h. Das haben wir gern. Das haben wir gern, Freunde. Strahlt unglaubliche Small-Dick-Vibes aus. Ich weiß nicht, so diese Leute, die mit ihren Autos durch die Gegend rasen, weißt du. Das ist so lange witzig, bis dir plötzlich jemand mal vor die Motorhaube rennt. Ich hatte die Phase auch, so besonders als ich meinen Führerschein bekommen habe. Mega leichtsinnig. Heute schelte ich mich dafür. Und rate es wirklich jedem ab. Weil da kann so viel... Es geht einfach so schnell schief. Und du bist als Autofahrer A, immer der Gelackmeierte, weil du ja auch der bist, der den wenigsten Schaden mit davon nimmt. Zumindest, wenn du in den Fußgänger reinfährst oder halt in den Rollerfahrer etc. pp. Aber du musst natürlich dann auch damit leben, was da passiert ist, ne? Von daher... Es muss nicht sein. Es muss nicht sein.
Und an die Männer da draußen, die meinen, sie müssten damit zeigen, wie krass cool sie doch sind. Ich kenne ganz, ganz wenige Damen, die das wirklich in diesem Ausmaß beeindruckt. Wie wir das denken. wie wir das dann erwarten. Oh, schau mal, kann man sehen, wir könnten noch ein bisschen Gabe des Mutes machen. Machen wir mal zwei draus. Ich bin mittlerweile super der entspannte Autofahrer. Ich gehe wahrscheinlich eher anderen auf den Sack, weil ich manchmal so langsam bin. Aber es ist mir halt auch wurscht. So. Oh. Ach so. Ja, ja, da haben wir jetzt natürlich einige Möglichkeiten. Einige. Was es natürlich spannend macht. Einmal Pfefferminzsamen, okay. Ja, pass auf, wir machen jetzt erstmal das Eilgebräu. Eichenblattöl. Vigilant. Ein Rachenrein. Vom Rachenschmeichler zum Rachenrein. Heilbrunnen brauche ich nicht. Ein veilchenblaues Gebräu. Eins machen wir noch, Freunde. Nehmen wir das Goldbohnenpulver. Und zum Abschluss noch Pfaffenweihrauch. Okay. Das ist wahrscheinlich so die ultimative Erweiterung jetzt. So, Patina brauchst. Ja, okay, da können wir einen Haufen draus machen. Veilchenblaues Gebräu. Da kannst du noch so viel draus machen. Eichenblattöl. Ein Extrakt, der die Beweglichkeit erhöht und die Gelenke schmiert. Nehmt ihn ein, um flinker zu werden. Flasche mit Öl und Öl. Ja, safe nicht, Bruder. Sicher nicht. Ich muss kurz schneuzen, Freunde. So. Ich will natürlich auch dieses blaue Gebräu nicht komplett jetzt gleich zum Fenster rauswerfen, wisst ihr? Süßer Blütenstaub, nee, behalte ich auch ein bisschen was. Zitterbeere. Ja, why not? Warum nicht hiervon noch ein bisschen was? Ja, da merkt man halt auch schon wieder, dass wir sehr, sehr lange nicht kombiniert haben, Freunde. Ewiger Sonnenglanz, da kriegen wir süßen Blütenstaub draus. Und davon haben wir auch massig. Das heißt, Himmelsdrohnenblüte, die kommt wahrscheinlich noch. Also ewiges Mondglühen können wir auf jeden Fall reinballern. Dann würde ich sagen, machen wir davon mal 10. Dann haben wir noch 6 Stück übrig. Ewige verwelkte Blume. Wunderlicher Wein. Achso, nee. Dornenblume. Komm, machen es noch 3. Haben wir da welche auf Vorrat? Die brauchen wir ja doch relativ häufig. Da haben wir sowieso nur 2 davon, die will ich gar nicht verwenden. Von der Jasperblüte haben wir 3. Ist mir auch zu selten. Ödnisblume. Oh ja, das ist spannend. Himmelsdrohnblüte. Schauen wir noch ein bisschen. Riffblüte. Windrädchen. Machen wir mal noch 2. Dieses blaue Gebräu, das ist das wichtige. Himmelsthronblüte, so. Geschmeidigkeitsbalsam, Läuterungstrank, himmelblaues Gebräu, das ist tatsächlich das wertvollste, würde ich sagen. Das heißt, ich würde die Ödnisblume doch schon gut mal, ja, so. Machen wir noch 2, so. Haben wir 16 Stück davon. Damit sollte man noch jetzt was anfangen können. Das ist die Mittagsblume, von der haben wir leider nicht so viel. Gransiskraut haben wir mehr, als wir jemals fressen oder saufen können. Südlanddorst, let's go.
Wenn ich mehr tragen könnte, würde ich auch ganz ehrlich mehr Gegenstände bei mir haben, aber... Winterkraut. So, ein bisschen. Oh Gott, kommt da noch viel. Ich glaube, es geht dann jetzt auch schneller. Imperiale Säure, da kriegen wir flüssigen Elan und Heilbrunnen drauf. Ja gut, aber von dem haben wir ja beim, von beim haben wir ja schon sehr viel. Das sind einfach Pfeile, die man draus machen kann. Aus den ganzen Zweigen. Mehr oder weniger wertvolle Pfeile. Hübscher Stein. Da weiß ich halt schon wieder nicht, was ist denn da wertvoller. Prinzipiell gehe ich natürlich davon aus, wenn ich zwei Sachen kombinieren muss, um eins zu halten, ist das, was am Ende daraus entsteht, wertvoller. Verfluchte Figur mit Katakombengold. Eigentlich zu spannend, um es nicht zu machen. Magnetstein mit Achat wird zum Amulett des Magiers. Ja, sicher nicht. Oh, da auch. Vorzeit, Erz und Uralt. Oh, da ist doch so viel Zeug, was man machen könnte. Das sind alles nur Bomben. Amulett des Ordensmanns. Nee, das brauchen wir nicht. Ja, da müssen wir aufpassen. Gell? Kriegshorn und kostbares Artefakt. Aber ich brauche das kostbare Artefakt noch, Freunde. Kaninchenfell und Sichel ergibt Bestienrippchen. Das ist auch mal geil. Erzklumpen. Wir können mal zwei weitere machen. Wurmholzsaft. Ja, davon haben wir nur noch sechs. Den will ich jetzt nicht aufbrauchen. Leere Schriftrolle. Nee, behalte ich jetzt auch mal. Ich habe gemerkt, wie wichtig es ist, doch so eine gewisse Anzahl von den Gegenständen bei sich zu haben. So dass man sagt, ja komm, lass mal zumindest sechs Gegenstände davon haben. Weil man doch auch die einfachsten Pflanzen anscheinend zur Verbesserung benötigt. Deswegen bin ich da einfach beim Kombinieren so ein bisschen zurückhaltender geworden. Giftbeutel. Ich kann den aber nicht zu einem... Genau, wir haben nämlich den gelben Giftbeutel. Und das wäre halt geil, wenn man den erstellen könnte aus einem normalen Giftbeutel. Finde ich ein bisschen blöd. Genau, Totenschädel brauchen wir ganz dringend. Zerfetzte Grimoire-Vorrede und zerfetzte Grimoire-Anhang. Das finde ich jetzt witzig, das interessiert mich jetzt. Modriges Grimoire. Ich bin ein Riesenfan von diesem Kombinationsdunst. Also wirklich, das klang jetzt gerade wieder so ironisch. Nee, ich mag das wirklich. Ich finde das geil. Ich finde das eine geile... Geile Möglichkeit, um einfach so ein paar Sachen zu machen. Es macht halt auch irgendwie Spaß. Und es gibt irgendwie immer neue Gegenstände, die man so, die man herkombinieren kann, und zwar aus den einfachsten Sachen. Das war's, Freunde. Dann würde ich sagen, rüsten wir uns mal aus. Getrocknete Kräuter. Auf jeden Fall. Abgelagerter Grünlattig, da kannst du dir auch zwei mitnehmen. Aus heilsamen Flechten beträchtliches Maß an Gesundheit. Nee, das heben wir uns noch auf. Gesundheitstrank. So, was haben wir hier? Weißer Likör. Sänftigt die Sinne. So, das sind so die Sachen, die ich mitnehme. Wo ist denn das gute Mithridatum? Na?
Vigilant, ein kleiner Stein, erfüllt von geheimnisvollen Kräften, nutzt ihn, um Blindheit zu heilen. Rachenrein, der die Atemwege beruhigt, den Hals, reinigt die Nebenhöhlen, nutzt sie, um Stummheit zu heilen. Und der Pfaffenweihrauch, ein duftendes Heilmittel, das die magische Abwehr der gesamten Gruppe wiederherstellt. Okay. Ist schon spannend. Das sind halt so sehr, sehr, sehr spezifische Sachen. Wo ich immer nicht so ganz weiß, ja, wann, also soll ich das jetzt auf Glück mal mitnehmen? Oder was könnte daraus, also, ja, ihr wisst sicher, was ich meine. Flasche mit Öl, da habe ich schon zwei, dann kriegst du noch zwei und du. Ein altes Buch voll geheimer Magie, mit seiner Kraft lassen sich Geister beschwören. So, ihr nehmt ein paar Steine mit, Freunde, die könnt ihr auf die Gegner werfen, wie es euch beliebt. Nee, das sind alles Gegenstände. Warte mal kurz, ich sortiere das nur kurz. Ah, ich habe schon einen dabei, sehr gut. Junge, die Zeit verfliegt, ey. Ich sag's euch. So. Jetzt bleiben wir noch bis zum nächsten Morgen und dann suchen wir uns die Quest aus, die wir machen wollten. Gut. So, Freunde. Das wäre erledigt. Es gibt ja keine von diesen Medaillen der Schwüre, die jetzt irgendwie noch in der Nähe sind. Freund des Feilschmeckers beschafft 5 Rationen ewiges saures Ambrosia-Fleisch. Okay, davon fehlen uns noch 3. Das wäre tatsächlich das Nächste. Sir Maximilian fürchtet, der Erlöserkult habe etwas mit den Skeletten zu tun, die in letzter Zeit gesichtet wurden. Untersucht das. Versucht in der Hauptstadt etwas über die Verwicklung der Erlöser in die Skelettplage in Erfahrung zu bringen. Der Auftrag ist schon sehr, sehr lange offen und ich würde sagen, dass wir den jetzt angehen. Okay, wir werden anscheinend dort runtergeführt. Boah, Alter, was ein Schwert, Digga. I wonder if there are rarities from abroad. This must be where salvation meets. Seems queer to hold a secret meeting in daylight. Ah! Ja, das macht natürlich Sinn, meine Liebe. Ja gut, dann schlafen wir nochmal bis zur Nacht. Monique hat gerade, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, gesagt, es wäre seltsam, ein Geheimtreffen bei Tag durchzuführen. Hat sie ja prinzipiell nicht ganz unrecht, die Gute. Ja, dann schlafen wir halt nochmal. Gut, so kann man mal 1000 Gold verdatteln. Schauen wir mal, jetzt müsste ja was passieren. You've spoken to Bodrick? Or heard him more like. The way he talks all in verse like that. Some days I take him for a prophet. Ja. Bodrick? What do you make of this new plan the High Conclave's crafted? I know the aim's to sow chaos, but still, I can't but think it's excessive. Talk is those walking bones have slain 3 of our own, and we're to let such creatures roam the roads? Aye, if we're so ordered. The rest of the Conclave's design relies on those skeletons to draw off the Duke's attention. I'll grant you their bloodthirst is greater than I thought. Tis time to send word to the others. Come, no more doubts, brother.
You're to begin work under the Conclave soon, no? Aye, I'm bound for there now. 'Tis my first time. I was surprised at the summons, truth be told. I've not been with Salvation long. I suppose they trust me. I'll not miss the hellish life of a messenger, I'll tell you that. We ought confront or follow one of them. Was? Wir sollten einen von ihnen ansprechen oder verfolgen? Okay, okay, Freunde. Gerade bin ich mir ein bisschen unsicher, was ich machen soll. Sie ansprechen? Ich meine, ich bin ja jetzt nicht unbedingt unbekannte Gestalt, besonders wenn ich von drei Freunden verfolgt werde. Aber die bewegen sich da nicht weg. You, how long were you there? What did you hear? The skeletons. Keine Ahnung, ich habe nichts von Skeletten gehört. I'll not hang for salvation. It was only a way to earn some coin in the first place. Ah ja. They pay a tidy sum for finding new believers and sending them onto the Conclave, though I suppose my hand in that ends today. Wieso denkt ihr, dass eure Rolle dort endet? Let's be civil here, friend. We're not enemies, you and I. Surely we can strike a deal that benefits the both of us. Wenn ihr uns als Whistleblower dient, dann vielleicht. Like, say, I give you a special bit of merchandise in return for a stack of coin. Ihr wollt was an mich verkaufen. Taggart, ihr seid nicht in der Position, was zu verkaufen. Well, will you help me put this dark business behind me? Oh Gott. Ja, okay, du. Ja, wer weiß, was ich sonst aus ihm rausbekomme. Und dann Gold mangelt es uns jetzt wirklich nicht. Also hier, 10.000 Gold und wehe, es hilft mir nicht, sonst schnitze ich dir die Kehle durch. Gut, gut. Pray, just tell no one it was I what gave you this, eh? Auf geht's, Taggart. Die Zeit tickt. It is a key that will allow you into their sanctum. What you do once you're there is your business, though I doubt you'll manage much. Unterschätzt mich mal nicht, mein Lieber. I've learned what to do in this quest. Benutzt den Schlüssel, den ihr bekommen habt, um in die Katakomben zu gelangen. Die Katakomben kennen wir schon. Auferstehung der Gefallenen, okay? Super. Verhalte dich möglichst unauffällig. Challenge accept. Okay, passt auf, Freunde. Ich schaue jetzt doch nochmal kurz, ob es nicht den einen oder anderen Trank gibt, der uns in so... Ne, ist leer. Der uns in so einer Situation helfen kann. Komm, nimmt mal jeweils einen mit davon. Warum nicht, Drachenschmeichler? Augenlicht, Geschmeidigkeit. Bleib geschmeidig, Bruder. Okay. What will it be today? Have your pick, any you like. Come again soon. Es ist ja, wir gehen ja eh in die Katakomben. Es ist total Wumpe, ob wir da jetzt bei Nacht oder bei Tag reingehen. Let's go. Your different countries, cities, people. Intriguing. Mega faszinierend, ich weiß. Oh. Okay. Ah ja, Freunde, erster Erlöserschlüssel. Schlüssel zu einer Tür auf der ersten Ebene der Katakomben auf dem Weg zum Allerheiligsten der Erlöser. Meine Güte, das ist mal eine komplizierte Erklärung, Freunde. Ich find's schön, dass bei dem Spiel die Klickzahlen auf jeden Fall stimmen. Was ich ein bisschen schade finde, ist so ein bisschen die Interaktion. Es gibt kaum Tipps oder so ähnliches. Ich meine, klar, ich will jetzt nicht, dass ihr mir ständig sagt, was ich alles unglaublich falsch mache oder eurer Meinung nach falsch, weil es nur eine Variante gibt, das Spiel zu spielen. Das will ich nicht, aber so ein paar Tipps, so ein bisschen gemeinsam auch, wisst ihr?
Fände ich ja doch ganz cool. Weil ich finde das Spiel großartig. Ich habe letztens den Kommentar bekommen, habe ich glaube ich in der letzten Folge schon gesagt, so dass das Spiel zu kurz ist. Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, weil ich finde es sehr lang. Kommt, denke ich, auch drauf an, wie intensiv man das alles macht. Also, was man alles erledigt, ob man wirklich auch jeden Ort absucht, etc. Aber momentan fehlt es mir auf jeden Fall nicht an Content. Oh, ich habe vergessen, dass ich neue Fertigkeiten habe. Kleiner Geldbeutel, okay. Nochmal, was ist hier? Leichentuch. Auf geht's, mitnehmen. Wir nehmen schon den Eingang. Ach, Katakomben. Wir haben ja hier noch zwei Eingänge. Können wir doch einfach hier machen, oder? Da müssen wir nicht durch die ganze Landschaft gehen, die ja eh saugefährlich ist. Hier? Da vorne sind Banditen, oder? Sorcerer? Sorcerer? Erzmagier? Wo? Uppa! Greift er an oder ist der einfach nur... Oh ja! Hä, was war denn er für ein Oberbot? Der war ja mega buggy. Such open locales make fleeing from enemies a tricky proposition. You are risen. Stopp. Irgendjemand hat meinen Namen gesagt. Hi, Freunde. Hä? Seid ihr denn für Oberbots? Uralte Schriftrolle. Ui, da sind es viele. Oh! What the hell? Schnell, schnell, heal. Lass dir nicht so viel Zeit, meine Liebe. Dankeschön. Komm, wir holen uns den. Wir holen uns den, Freunde. Ah, hier ist er. Gehören die zu der Gruppe? Die haben so ein bisschen andere Roben, wisst ihr? Die haben so ganz leicht andere Roben. Aber das hat ja im Prinzip nichts zu bedeuten, weil... Ja, die können ja trotzdem dazugehören. Ganz einfach. Also. Hier sind wir. Wir sind ganz unten. Untergeschoss. Es gibt hier noch eine Tür. Wir gehen einfach nochmal durch, Freunde. Wenn alles so ist, wie ich es mir vorstelle... Gibt's hier sowieso momentan kaum Erlöser. Spinnen zum Beispiel. Aber die Erlöser an sich sind, glaube ich, hier kaum noch präsent. Ah, okay. Nice, ich musste nur noch mal die Abilities auschecken. Okay, lass uns mal kurz links nochmal reinschauen. Ich hatte mir die Katakomben ja auch markiert. Wo denn? Ich sehe doch kein Skeleton, Freunde.
Ah, hier. Boah, was? Mega nice. Mega nice Attacke, Freunde. Die funktioniert richtig gut. Nehmt alles mit. Halt. Das Alteisen, Freunde. Das hier rumliegt. Freunde, auf geht's. Genau, Freunde. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt. Wir werden morgen weitermachen. Wir werden die Katakomben nochmal durchforschen. Wir haben jetzt zumindest einen Schlüssel, der uns schon mal in den Teil der Erlöser bringt. Und mal gucken, was wir dort vorfinden werden. Ich hab Bock drauf. Ich freue mich drauf. Haut rein. Euer Odin Let's Play. Ciao, ciao.